Der Profilbass ist ein Instrument zur Ermittlung von informell erworbenem Wissen. Das heißt, das Wissen, das ich mir oft in besonderen Lebenssituationen, im Hobby und Ehrenamt, in der Berufstätigkeit oder in ehrenamtlichen oder politischen Ämtern aneigne, nutze, aber oft unbewusst nutze. Ich bin gelernter Industriemechaniker, habe Vollzeit in der Instandhaltung gearbeitet, in einem Saarbrücker Unternehmen. Meine Frau hat eine leitende Position in einem Finanzunternehmen. Ja, als es dann darum ging, dass wir ein Kind bekommen, dann war es schon klar, dass ich in Elternzeit gehe. Ja, wenn man dann so ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, dann fragt man sich schon, bin ich beruflich zufrieden oder könnte ich noch mehr? Und irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt dann, wo man aus Altersgründen sagen muss, time to say goodbye. Man hat das Rentenalter erreicht. Und was macht man dann mit der ganzen Freizeit? Nach der 10. Klasse habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich nicht weiter in die Schule gehen will, sondern dass ich lieber praktisch arbeiten will. Wusste aber anfangs noch nicht, in welche Richtung die gehen sollte. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung gemacht und habe nach der Ausbildung ein Jahr noch weiter dort gearbeitet. Und nach diesem einen Jahr ist mein Vertrag auch abgelaufen von meiner Firma. Und da war ich zuerst mal eine Zeit lang arbeitslos. Die Aufgabe eines Profilpassberaters ist es, mit dem Kunden diesen Ordner zu bearbeiten, ihn in den unterschiedlichen Phasen zu begleiten und durch Fragetechniken halt eben in seine Erinnerung zurückzuführen und mit ihm praktisch Lebens- und Lernerfahrungen zu dokumentieren und auf den Punkt zu bringen. Und wir bearbeiten den Ordner immer in 4 Schritten. Wir benennen, beschreiben und bringen auf den Punkt und bewerten Lernerfahrungen. Während der Arbeit mit dem Profilpass habe ich dann Schritt für Schritt gemerkt, dass dieser Beruf des Zimmermanns für mich irgendwie der richtige ist. Also ich stellte dann fest, ich kann schreiben, ich kann fotografieren, ich kann auch vor Menschen auftreten und sprechen, aber es fehlten mir letztendlich die Kenntnisse am PC. Erst durch den Profilpass habe ich wirklich realisiert, dass ich mich beruflich umorientieren sollte, weil es mich wirklich nicht glücklich gemacht hat. Natürlich habe ich meine Arbeit gut getan und alles war eigentlich akzeptabel. Aber ich wollte nicht akzeptabel, ich wollte ankommen. Ja, und während der Arbeit mit der Beratung des Profilpasses stellt man auch fest, so Moment mal, das, was ich da mache, das ist nicht nur ein Hobby, das ist so ein Talent. Das ist nicht sogar eine Kompetenz, die ich beruflich ausbauen kann. Was für einen Nutzen hat jetzt ein Kunde von einer Profilpassberatung? Also viele Menschen, die in die Beratung kommen, die haben unterschiedliche Problemstellungen. Einige haben einfach ein Problem mit ihrem eigenen Selbstbild. Also hier ist der Profilpass für sich schon ein tolles Instrument, um das eigene Selbstbild mal aufzupolieren. Man bekommt durch diese Arbeit mit seinem eigenen Leben eine realistische Sicht auf sich, sein Können und seine Fähigkeiten und seine Fertigkeiten. Ich habe gemerkt, dass der Profilpass mir das, was ich die ganzen Jahre in mir trug, kompetenter werden ließ und mein Wissen konnte ich nun mit anderen teilen. Heute halte ich regelmäßig Vorträge, Vorlesungen bei meinem Heimatverein. Ich veröffentliche 2-mal im Jahr einen Bildband, mindestens, in dem die ganze Ortschronik sowohl in Schrift als auch in Bild festgehalten ist. Der Profilpass ist also etwas für jeden in jedem Alter. Ja, dieses Grundgefühl, ich kann mehr und ich will auch mehr, da hat mich der Profilpass drin bestärkt. Weil, indem man einfach seine Fähigkeiten aufschreibt, dass du guckt, was kann ich bereits, wo will ich hin und was fehlt mir noch. Ich habe mir überlegt, wenn ich eh nach der Elternzeit in den Beruf zurückkehre, dann kann ich eigentlich auch gerade die Weiterbildung zum Fernsehtechniker machen. Das interessiert mich und das hilft mir auch, eine bessere Position anzustreben. Ja, dank dem Profilpass, meiner Ausbildung und meiner Weiterbildung zum Fernsehtechniker arbeite ich jetzt zwar nicht mehr in meinem alten Unternehmen, habe aber die Möglichkeit, hier in der Technik zu arbeiten und muss auch sagen, das ist für mich beruflich schöner. Im Endeffekt war das das Beste, was ich machen konnte. Ne? In der Schule bekommt man ja beigebracht, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft, was man fragen darf und was man sagen soll oder eben nicht sagen soll. Und da ist es eben schon sehr hilfreich, wenn man sich seiner Fähigkeiten, seiner Kenntnisse, seiner Hobbys, aber auch seiner Schwächen sich selbstbewusst bewusst werden kann. Ich habe dank dem Profilpass für junge Menschen den richtigen Beruf für mich gefunden und habe immer noch eine Fülle an Möglichkeiten, wohin ich mich weiterentwickeln kann. Weil wenn du weißt, was du kannst, dann kannst du es auch besser kommunizieren. Er ist ein wunderbarer Wegweiser und der ist auch 100% richtig, da man ein Profil von einem selbst her macht. Und heute arbeite ich
da, wo andere Urlaub machen, wo andere zum Entspannung kommen, einfach eine wunderschöne Umgebung. Das ist eigentlich ein Traum und das ist genial. Also wenn man sich wirklich danach hält und danach einen Job sucht, hat man seinen Traumjob, so wie ich. Ich bin unglaublich glücklich. Das ist eine super Idee.